Schaut euch das mal an, Leute. Wahnsinn. Hallihallöchen zusammen und willkommen zu einem weiteren Spendenupdate, dem Spendenupdate für den März 2021. Wir haben in diesem Monat eine kleine Sendung bekommen vom lieben Felix. Und was der uns dazu gesendet hat, das erfahren wir nach dem Intro. Ja, meine Freunde, herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf diesem Kanal. Ich habe uns schon mal so ein bisschen das Auspacken erspart. Das Ganze hier schon mal ringsrum aufgeschnitten. Wir werden jetzt gleich mal zusammen reinsehen. Ja, ein Format, das schon seit etwas längerem nicht mehr erschienen ist. Nicht, weil es keine Spenden gab, sondern weil dieses Format in der Regel recht schlecht ankam, weil halt einfach in den meisten Sendungen keine wertvollen Karten zu sehen sind. Es ist halt meistens einfach Balk, den ich bekomme, und klar, langweilt das den Zuschauer auf eine gewisse Art und Weise. Jetzt möchte ich das aber doch mal wieder machen, zumindest jetzt hier mal für den März 2021. Inwiefern dann weitere Videos kommen, hängt tatsächlich auch ein bisschen von den Spenden ab, die reinkommen, denn wenn mir natürlich aufgrund dieser Videos die Zuschauer davon laufen, bringt mir das natürlich recht wenig. So, ich habe das jetzt mal aufgeschnitten, das kommt von dem Felix, der schickt mir normalerweise auch eher so Kamen Bulk, ein bisschen Holos oder halt in der Regel sogar Hüllen, die er bei Trader Online kauft. So, wir haben das jetzt mal aufgeschnitten, wir schauen jetzt mal rein, was uns hier erwartet. Und wir haben... okay. Die legen wir mal beiseite, okay. Dann schauen wir mal, was wir hier... Okay. Ich glaube, wir machen hier mal einen kurzen Cut und ich räume das Ganze hier erstmal aus. So, ja, erstmal richtig, richtig klasse. Wir haben hier nämlich die Prismatic God Box aus Japan, die mir hier auch als Dekoartikel dienen wird, tatsächlich. War hier tatsächlich mit so einem Teser zugemacht, den habe ich auch gleich aufgeschnitten, haben wir uns das auch direkt erspart. Und das machen wir jetzt mal auf. Und genau in dieser Prismatic God Box ist sowas hier drin. Und das ist diese Box, in dem dann die ganzen Karten etc. drin waren. Und das sieht doch einfach ultra edel aus, Leute. Also so richtig schön auf Antik und auf Ägyptisch gemacht. Wir haben hier den Blue Eyes, den Dark Magician, Ra. Wir haben hier bestimmt noch mehr Dinge, die man entdecken kann. Und diese Prismatic God Boxen, die gab es in Japan. Da konnte man entweder Ra, Slifer oder Obelisk in Starlight Rare ziehen sozusagen. Und eine Götterkarte pro Box war, glaube ich, garantiert. Das ganze Set zusammen kostet irgendwie 270 Euro oder so. Und genau, diese beiden Dinge haben wir jetzt. Ich würde sagen, wir fangen auch gleich mal mit der Karte hier an. Ich möchte die erstmal rausholen. So, wir machen es spannend. Gucken wir mal, was wir hier haben. Dum, 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 dum. Oh, nice. Guckt euch das. Alter, mega cool. Alter. Schaut euch das mal an. Armed Dragon Thunder Level 10. Englisch. Oder vielleicht sogar Ami. Keine Ahnung. Nee, Englisch. Ich glaube, das ist ein Europrint. Alter Schwede, ist das eine schöne Karte, oder? Mega, mega, mega nice. Dazu gibt es etwas traurige Geschichte tatsächlich. Ich habe mir vor kurzem für, ich glaube, 3K eine Sammlung geholt. Musste dann aber ziemlich viel wegen den Zuständen beanstanden. Da wollte er alles wieder zurückhaben und da wären auch zwei solche hier in Starlight dabei gewesen. Schade Marmelade, also konnte ich dir leider nicht zeigen. Aber, Alter, schaut euch das mal an. Mega cool. Ich glaube, die geht jetzt nicht viel, irgendwie 3 Euro oder so oder 4 oder 5. Aber trotzdem eine mega, mega schöne Secret. Eine Secret, wie ich sie mir auch aus unserem Blazing Vortex Opening erhoffe, dass er dann irgendwann in 2-3 Jahren kommt, wenn wir das End of an Era Opening machen. Sehr, sehr, sehr coole Geschichte. Ach du grüne Neune, mega cool. Also die will ich auch gleich wieder in die Hülle packen. Ich wollte sie jetzt immer so zum Zeigen rausholen. Mega schön. Wie machen wir das dann? Ich glaube mal so die Highlights, die packen wir uns hier an die Seite. Jetzt machen wir mal diese Prismatic God Box auf und schauen mal, was uns hier so erwartet. Der Deckel fällt uns zu, da muss ich mir kurz was einfallen lassen. So, ich habe dem Ding einfach das Kreuz gebrochen sozusagen. Dann haben wir hier Speed Duel Decks. Ach, das ist aus diesem, das ist auch aus dieser Speed Duel Box gewesen, ne? Die sind hier noch OVP. Alles klar, verstehe, verstehe, sehr schön. Dann haben wir hier ein H. Lecker, Schmack auf Hatzig. Und noch zwei solcher Decks. Sehr cool.
Sehr schön. Okay, das sind diese Decks aus dieser Speed-Duel-Box, die da vor einiger Zeit rauskam. So, dann haben wir hier noch ein paar Kärtchen. Also, freut mich wahnsinnig, ne? Mega cool. Sehr coole Geschichte. Das, keine Ahnung, wahrscheinlich Common und Rare Bulk. Ich werde mal einen Stapel einfach rausholen und loslegen. Dann schauen wir, was wir drin haben. Auch wenn es Commons und Rares sind, skippe ich halt einfach durch. Ja, müssen wir uns nicht allzu lange damit aufhalten. Aber das ist mal cool. Guckt mal, wir haben ein tausendäugiges Opfer aus PGB 1, also aus der Prismatic God Box in Millennium Rare. Millennium Rare, müsst ihr wissen, ist wie Starfoil oder Shatterfoil, nur wesentlich cooler, denn das ist eine Rarität, die zum einen aus so einem feinen Staub besteht, der über die Karte geht, und zum anderen aus Hieroglyphen, die über diese Karte gehen. Je nach Blickwinkel. Ist jetzt hier bei dem Licht ein bisschen schlecht, aber ich habe hier für meine Beauty Shots vom vorletzten Video noch meine Taschenlampe stehen und die schalte ich mal kurz ein, so. Und dann leuchten wir hier mal ganz unprofessionell ins Bild. Ich weiß, das ist eigentlich nicht so wirklich Knorke, aber ich will euch das mal zeigen. Seht ihr das? Die benutze ich auch immer für meine Beauty Shots, damit das Ganze gut leuchtet. Seht ihr das? Wir haben hier so einen feinen Nebel und hier haben wir so Hieroglyphen. Also das sieht ganz, ganz groß, ganz große Klasse. Sieht sehr cool aus. Ich wünschte, sowas könnten die oder würden die mal bei uns machen. Wird bestimmt auch irgendwann kommen. Das Ganze gibt es tatsächlich auch noch als Millennium Gold Rare. Das sieht noch fetziger aus. Sehr schön. Jetzt schauen wir mal durch, was wir hier so haben. Ja, da gibt es unterschiedliche. Es gibt auch Karten, die gibt es hier noch überhaupt nicht. Ne? Wäre schön, wenn wir da vielleicht die eine oder andere ziehen könnten. Golden Idol zum Beispiel. Oder dann gibt es auch zwei andere Karten, deren Namen ich bedauerlicherweise vergessen habe. Oh, cool. Habe ich auch schon lange nicht mehr gesehen. Ich glaube, das war eine Karte von Marek gewesen. Und da haben wir tatsächlich eine der Karten. Schaut mal, die hier ist komplett neu rausgekommen. Das hier ist tatsächlich Zolga der Prophet, so heißt die Karte, sehr cool. Auch schön auf altägyptisch gemacht, eine komplett neue Karte, die gab es vorher noch nie. Ich weiß gar nicht, ob das vielleicht eine Anime-Karte ist, aber ich glaube nicht. Kann mich nicht erinnern, die Karte jemals da gesehen zu haben, sehr cool. Ist für mich definitiv ein Highlight, das möchte ich mir rauslegen. Also das ist sau cool, das ist richtig, richtig cool. Schauen wir mal, was wir noch so alles haben. Ja, die ganzen alten Karten, man kennt sie hier unzensiert tatsächlich. Na? Ihr kennt die Karte ja alle. Traurige Seelen oder wie, wie die Karte heißt, irgendwie sowas. Genau. Tausendäugige Fusion war das, glaube ich, gerade. Hier einfach mal zwischendrin eine Rare, okay. okay, auch cool aus, ich glaube, Metal Raiders war das. Ein super Rare. Ein Horn des Himmels. Leider Gottes jetzt nicht im Bestzustand. Okay, da haben wir zwischendrin irgendwie noch einen anderen Krimskrams. Auch gut. Dann schauen wir mal, was uns hier noch so alles begegnet. Nice, guckt euch das mal an. Mega cool. Ach du Grün, das ist die andere Karte. Das ist der Millennium Seeker. Das ist auch richtig schön auf altägyptisch gemacht. Der gefällt mir fast noch besser als Zolga, der Prophet. Schaut euch dieses Artwork mal an. Na, das ist einfach ultra fetzig, ne? Ach du Schande, wie geil ist der Shit denn bitte? Mega, mega schön. Holy moly. Den lege ich mir natürlich auch raus. Karte ist auch neu, die haben wir auch noch nicht im TCG. Also wirklich ganz großes Kino. Ich weiß nicht, gab es da nicht noch mehr? Da gab es auch noch Golden Idol und so. Und so weiter. Da war nochmal ein Zolga, der Prophet. Ah, die wiederholen sich alle so ein bisschen. Okay, okay. Ja, warum nicht? Und schaut euch das mal an. Mega schön. Ach du grüne Neue, da haben wir einen dieser hier. Gandora-Karten. Ich weiß jetzt nicht, ob das bloß ein alternatives Artwork des normalen Gandoras ist oder ob das ein neuer Gandora ist. Das sieht mir so ein bisschen aus wie der aus Dark Sides of Dimension. Mega, mega schön. Wahnsinn. Schaut euch mal das Artwork an, oder? Den so in Secret Rare oder Ultimate Rare oder so, das wäre schon mega fetzig. Ich glaube, in Ghost Rare würde der auch einiges hermachen. Mega cool. Ach du Schande. Oh, da haben wir das Golden Idol. Mega nice, genau davon spreche ich. Die ist auch schon angekündigt worden. Ist bei uns eigentlich mittlerweile auch bekannt, einfach durch so ne, diese ganzen Plattformen, die halt gewisse Karten spoilern, die Yu-Gi-Oh! Website und so weiter. Aber wir haben sie halt noch nicht. Mega schön hier in Millennium Rare. Ich denke, wenn da das entsprechende Licht drauf fällt, sieht die Karte auch mega cool aus. Mega nice, schauen wir mal gleich weiter, was wir noch so alles haben. Holy shit. Ja, genau, jetzt wiederholt sich so ein bisschen. Ich weiß nicht, ob wir da noch irgendwas Neues sehen. Eine Wiedergeburt. Ja gut, komm, legen wir auch noch raus. Im unzensierten Artwork. Genau, aber jetzt scheint sich das alles so ein bisschen zu wiederholen. Die ist auch unzensiert, glaube ich. Genau, bei uns war da ja nicht so ein komischer Stern, sondern irgendwie so ein anderes Gekröse. Und wow,
Alter, mega nice. Schaut euch das mal an. What the fuck? Wir haben den geflügelten Drachen des Ra im unsterblichen Phönix-Modus. Mega cool. Guckt euch das mal an. Alter, das ist jetzt eine Ultra Millennium Rare. Ihr seht, die Karte ist Ultra Rare unter diese Millennium Beschichtung drüber. Die Karte gab es aus dem Originalset, aus dem Millennium Pack in Japan, in Millennium Secret Rare tatsächlich oder Millennium Prismatic Secret in dem Fall. Sehr schön, Leute. Wahnsinn. Und noch einer! Noch einer! Einfach mal noch einer! Was zur Hölle? Wie viele haben wir denn davon? Holy! Oh, schaut euch das mal an, Leute! Wahnsinn! Ja, okay, ich muss mal hier kurz umbauen. Ja, moin, Leute. Gebt euch den Shit. Das ist ja unfassbar, ne? Jetzt haben wir noch den Kugelmodus tatsächlich in Ultra Millennium Rare. Ey, Wahnsinn. Absoluter Wahnsinn. Den haben wir hier gleich noch dreimal an der Zahl. Holy Shit. Holy Shit. Einfach, wie geil ist das denn? Mega nice. Einfach nur mega, allein wie das aussieht, ne? Dieses Finish, dieses Foiling, das macht diese Kugel, das macht das so richtig edel, ne? Alter Schwede, das sieht ja sowas von fett aus. Mega cool. Die Karte kennen wir auch, die haben wir hier im... Ach, die ist ja auch Millennium Ultra Rare. Mega schön, schaut euch das mal an. Das hier ist meine absolute Lieblingskarte aus dem Megapack 2020, denn wir hatten drei verschiedene neue Karten, die man aus den Megapacks, also aus dem Pack selber ziehen konnte und die gehörte mit dazu. Meine absolute Lieblingskarte aus dem Set gewesen. Holy moly, schaut euch mal dieses Artwork an. Konami hat es halt einfach immer noch drauf und das beweisen sie uns immer wieder, ne? Wahnsinn. Einfach nur der pure Wahnsinn. Dann haben wir die nächste Karte. Alter, wieder eine Millennium Ultra Rare. Holy shit. Die Karte kenne ich jetzt aber ehrlich gesagt nicht so wirklich. Ich guck mal kurz nach, wie die heißt. Okay, also ich habe jetzt hier gerade was auf eBay gefunden. Destinate Rivalen heißt die Karte. Und kostet hier auf eBay tatsächlich fast 10 Euro, zumindest bei dem einen Anbieter. Ob das jetzt der Wert der Karte ist, lässt sich schwer sagen, weil eBay ist manchmal ziemlich überzogen. Ich glaube jetzt aber nicht. Ah, sehr cool. Ach, du Schande. Finale Rival müsste das dann irgendwie auf Deutsch heißen oder so. Sehr coole Trap Card. Wahnsinnig cool. Zwei der Kunstmonster überhaupt in einem Artwork, wie sie sich gegenseitig attackieren. Mega, mega schön. Wir wissen ja beide, der Blue Eyes rockt das Ganze. Ach, du Schande, ey. Okay, hier haben wir jetzt wieder normale Millennium Rares. Da gehen wir jetzt wieder etwas zügiger durch. Holy shit. Einfach nur holy shit, Leute. Was zur Hölle? Was ist das für eine Schwende, ey? Mega cool. Also ich denke mal, die ganzen Karten hier, die haben schon so einen Wert von, ja, also ich würde jetzt schon so behaupten, 30, 40, 50 Euro sind da locker bei, ne? So, dann, ah ja, okay, dann haben wir hier jetzt Kamenbulk aus Blazing Vortex, das hat er auch aufgemacht offensichtlich. Ja, sehr schöne Karten dabei, definitiv. Die skippe ich jetzt hier bloß mal schnell durch. Ah, ist schon krass, was hier dabei ist, ne? Und ich meine, Leute, das geschenkt, ne? Also bitte. Das hätte er auch verkaufen können. Und ich garantiere euch, wenn man jetzt ein geldgeiler Sack ist auf gut Deutsch, dann kann man aus denen ganz schön viel Kohle machen, weil es gibt genügend Unwissende, die dir für sowas, obwohl das jetzt vielleicht hier 10, 20 Euro alles zusammen ist, die zahlen dir dafür auch 100, weil es halt speziell aussieht, dann sagt man, ja, es ist aus Japan, ist selten und dann verkaufst du das für einen fünffachen Preis. Ich sehe bedauerlicherweise immer wieder Leute, die das tun. Ich finde es so traurig, dass man das macht, aber es geht und es ist wirklich, also sich über die Unwissenheit anderer zu bereichern, das ist einfach absolut traurig. Oh, hoppla, jetzt wäre das was runtergefallen. Ach du Schande, Leute. Ja, das sind jetzt halt diese. Das ist halt dieses ganze Blazing Vortex-Gedöns. Da waren auch sehr schöne Artworks dabei. Nehmen wir jetzt zum Beispiel hier diese Warrock-Karten. Finde ich sehr cool. Speziell sie, so ein Ultra-Rare, hätte ich mir die auch gewünscht. Sehr schön. Da gab es ja noch so einen anderen Warrock-Heini. Ich weiß bloß gerade nicht, wie der heißt. So ein Riesentyp. Den wollte ich auch unbedingt in Ultra-Rare ziehen. Aber ich habe den aus meinen zwei Displays leider nicht gezogen. So. Und die, okay, jetzt haben wir hier noch ein paar Super Rares. Der war zum Beispiel in Japan und Rare. Finde ich cool, dass das bei uns zumindest eine Super geworden ist. Armed Dragon Level 5. Sieht mega schön aus, tatsächlich. Ach nee, oder? Alter, schaut euch das. Oh, Ultra Rare. Mega. Das ist genau der, den ich meinte. Warrock Basileos. Alter Vater, schaut euch dieses Artwork an. Das ist einfach so fett. Ich liebe diese Warrock-Karten. Die sehen einfach so nice aus, ne?
Holy moly. Wie fett ist das denn bitte? Die können wir auch rauslegen und den natürlich auch. Dual Avatar Empowered Mitsu Yuku oder Yaku. Jaku, wie auch immer. Den habe ich auch gezogen, ein oder zwei Mal. Auch eine sehr schöne Karte, geht ein paar Cent, aber sie ist wunderschön vom Design her. Und okay, dann haben wir hier noch so ein paar Super Rares. Oh, die ist auch cool. Die hatte ich, glaube ich, auch mal ein einziges Mal auf zwei Displays oder so. Und dann haben wir hier nochmal Cummins. Ich glaube, hier geht es auch mit Cummins weiter, oder? Wunderschön. Genau. Ja, meine Freunde, das soll's gewesen sein mit der heutigen oder mit dem diesmonatigen Spenden-Update. Falls ihr spenden möchtet, auf welche Art und Weise immer, es wird immer wieder gefragt, schreibt mir entweder eine E-Mail oder über Discord oder über Instagram. All diese Links findet ihr in der Videobeschreibung. Der Discord-Link ist leider immer nur 24 Stunden gültig. Ich habe es zwar schon so eingestellt, dass der seine Gültigkeit nicht verliert, aber irgendwie will er mir das nicht übernehmen. Dementsprechend, wenn ihr das jetzt erst übermorgen anschaut oder so, wird dieser Link nicht mehr gültig sein. Dann schreibt mir bitte, dann schicke ich euch den Link nochmal in die Comments. Und ja, genau, das soll es gewesen sein. Vielen, vielen Dank, lieber Felix. Ultra nice, einfach nur ultra, ultra, ultra nice. Ich bin richtig platt, sehr schön, hat mir sehr weitergeholfen. Hast wieder mal echt was gut bei mir. Wir sehen uns, wie bereits gesagt, zu einem weiteren Spendenupdate. Und bis dahin, macht's gut und haltet die Ohren steif. Okay.